Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Age of Wonders 3 in der Beta-Version. Eine Stadt erwartet unser Schicksal. Da wollen wir doch mal über ihr Schicksal entscheiden. Also, die Stadt ist besetzt und die Bevölkerung hart ihres Schicksals. Wir haben hier ein paar böse Taten. Nämlich niederbrennen, plündern und zu Hochelfen umsiedeln. Und das würde aber für 10 Runden die Reichszufriedenheit deutlich erhöhen. Oder aber wir könnten die Reichszufriedenheit auch einfach erhöhen, indem wir die Stadt übernehmen. Und ich würde mal sagen, das machen wir auch, oder? Ja, da bin ich mir sicher, dass ich die Stadt übernehmen will. Die Bevölkerung wird übernommen und in 2 Runden geschieht das scheinbar erst. Okay, dann schließen wir den Bildschirm hier erstmal. Und du, mein werter Kollege, musst mal ein paar Feen abgeben. Giftpilzfeen, Stufe 2. Stufe 1. Rang haben die aber schon. Rekrut und das wäre Soldat. Verstehe ich aber nicht, warum sind die einen Stufe 1 und die anderen... Das sind die Butterblumenfeen. Das waren die mit diesem geilen Feenfeuer, ne? Ah ne, guck mal, die anderen hier haben viel besseres Feenfeuer. Die hier, die Giftpilzfeen. Okay, würde ich sagen, die Giftpilzfee, die hier, kann ich die jetzt hier nicht rüberschicken. Nur 6 Einheiten pro Armee erlaubt. Ja, ich möchte auch tauschen. So, die und die. Nein, warum geht das denn nicht? Was ist denn hier los? Reska muss überleben. Ja, das weiß ich doch auch. Einen Weg und wird sich denn Nüsse automatisch bewegen? Okay, warte. Die sollen sich aber nicht bewegen. Also, ich möchte diese... Nein. Armee teilen möchte ich, genau. Die und die. Ihr geht dahin. Ah, okay, jetzt hat's geklappt. So, hier haben wir die Sturmschwestern. Ich bräuchte noch ein paar Nahkämpfer, die vielleicht hier ein bisschen Action machen. Hochelfen Eingeweihter. Die haben diese Schockbolzen. Produziert mal bitte so ein. Der muss jetzt bitte... Hey, wie kann ich denn das machen? Der hier. Was ist hier los? Ah, okay, dauert noch eine Einheit. Na gut, warte, dann warten wir halt ein bisschen. Also, und wir dürfen wieder einen Helden verbessern. Nämlich den guten Reska dürfen wir wieder verbessern. Sehr schön. Was ist ein Druidenkunde? Erhöht die Anzahl der Zauberpunkte, sodass ihr mehr Zauber pro Runde wirken könnt. Ja, das wäre natürlich sehr nice. Das bekommt er, ja. Er bekommt die Druidenkunde, damit der ein bisschen besser ist. Produktion für Eldast wählen. Eldast, was könnten wir denn hier bauen? Einfach mal eine Steinmauer, damit wir hier geschützt sind. Und wir müssen eine Armeebewegung bestätigen. Der gute Reska, was könnte der denn jetzt machen? Der könnte einfach mal schauen, dass er hier dieses Dingens besetzt. So, hier geht es scheinbar direkt weiter dann. Darf sie sich eigentlich auch bewegen? Oh ja, die hat auch noch ein paar Bewegungspunkte frei. Dann gehst du einfach mit hier vorne hin. Ihr heilt euch erstmal alles schön, hoffe ich. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Zug. So, ein neuer Tag bricht an. Wähle ein Talent zum Erforschen. Da wollen wir mal gucken. Nacht und Nebel könnten wir nochmal erhöhen. Machen wir auch einfach mal. Das ist immer gut. So, Eldas ist schon wieder fertig. Wow. Dann baue ich jetzt einfach mal einen Tempel. Und die Armee benötigt wieder Befehle. So muss es sein. Gamblak ist Herr Verteidigungsgebäude, welches das Gebiet ausweiten kann. Könnten wir einfach mal direkt wieder hingehen. Also du, mein werter Kollege, gehst mal hier hin. Vielleicht können wir dann wieder mit beiden Armeen angreifen. Ach, das Gebäude war unverteidigt. Okay. Dann gehört das jetzt uns. So schnell geht das manchmal. So, du gehst dahin. Wie weit kommst du? Also, den hier wollte ich anwählen. Geh du mal hier oben rein. Okay, das ist auch wieder unverteidigt gewesen. Und er kann sich aber nicht mehr bewegen. Verleiht euch zusätzlich 20 bis 30 Magiepunkte. Okay, die brauchen wir aber nicht so dringend eigentlich. Und hier ist er schon wieder. Da hat er schon wieder seine nächste Armee rumstehen.
Ich würde ja sagen, wir könnten eigentlich wieder den direkten nächsten Angriff wagen sonst. Ah, wir stellen uns erstmal hier so schön nebeneinander auf, würde ich sagen. Und dann bin ich hier mit der Einheit fertig. Klicken, um den Zug zu beenden. Was? Scheiße! Der hat hier eine Stadt eingenommen. Moment. Gib die Stadt wieder her. Manuel. Was ist das denn für eine Einheit? Der Schrein der Vernichtung. Oh, das ist natürlich jetzt schlecht. Niederlage ist sehr wahrscheinlich. Okay, dann brechen wir den Angriff mal eben ab. Warte. Wir schauen mal eben, wenn ich jetzt hier meines Zeichens selber angreife. Scheiße, der hat hier eine zweite Armee gerade dazugezogen. Ah, geh mir nicht auf den Sack, ey. Kriegen wir das irgendwie hin? So, warte mal, wenn du dahin gehst. Wir probieren es einfach mal aus, Leute, dass wir direkt uns in den Kampf reinstürzen. Also, es ist ziemlich ausgeglichen. Okay, machen wir einen manuellen Kampf draus. Dann werde ich hier hoffentlich die Oberhand behalten. Also, es gibt wieder eine dicke Schlacht hier. Und diese Stadt hat sogar eine Mauer. Das ist jetzt natürlich ein bisschen uncool. Hoffentlich werden wir es trotzdem schaffen. So, er darf wieder ziehen. Und er haut direkt in unseren Helden rein. Das finde ich scheiße. Und die positionieren sich alle da oben. Die positionieren sich alle da oben. Das ist schlecht eigentlich. Ich könnte hier den Giftklingenregen wieder machen. 10 bis 14... Würde sehr viel Schaden hier machen. Speerträger, Großschwertkrieger. Ich schieße mal gegen die Bogenschützen. So, sehr schön. Und dann müssen wir überlegen, was machen wir denn jetzt mit unseren ganzen Feen. Die können ja alle gar nicht angreifen. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Wie kann ich denn... Ich habe keine Belagerungswaffen. Das ist natürlich ziemlich dumm. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt hier irgendwie überhaupt was reißen können, wenn wir gar keine Belagerungseinheiten haben. Ich würde mal sagen, lass uns die Kampfrunde mal beenden, um zu schauen, was er macht. Okay, er greift wieder meinen Helden an. Kann mir aber eigentlich recht sein, wenn er meine Helden angreift. Also, der bleibt da scheinbar wirklich stehen. Na gut, dann... Verlege ich meine ganzen Einheiten mal auf die Flanke und versuche ihn zumindest einfach nur dann nachher von einer Seite aus anzugreifen. So, du gehst dahin. Das sind auch Fernkämpfer. Ihr geht hier mit hin. So, Sundrin, du rennst da vorne hin. Sehr gut, 40 Dingens. Wie sieht's mit den Zaubern nochmal aus? Der machte 12 und 8 Schaden. 12 und 8. Und dein Zauberspruch macht 20 einfach direkt, okay? Aber der kostet 20... Nee, der kostet 10 Mana und 10 Zauberspruchpunkte, okay? Gehen wir mit da unten lang. So. Also alle Einheiten von uns könnten Fernkampfangriffe ausführen. Blablablab. Du machst jetzt mal deinen Wurzelstich gegen die Leute hier. Die dürften dann sterben. Okay, nice one. Wir haben schon mal eine Einheit getötet von ihm. So muss es sein. Und unsere Einheit 43 und 35. Okay. So, wollen wir mal gucken. Doch, jetzt kommt er raus. Jetzt hat er sich doch entschieden, einen Angriff zu starten. Okay, Leute, jetzt beginnt die Schlacht. Da bin ich mal gespannt, ob es was wert. Oh Mann, da. Jetzt kommt aber direkt hier dick rausgerannt. Nimmt er alle Einheiten mit? Ja, scheinbar nimmt er wirklich alle Einheiten. Er zieht viele Einheiten nach oben. Drei Einheiten sind aber auch unten. So, und jetzt sind wir also dran. Ich könnte...
Wie weit kommt der denn? Ah, die kommen alle noch nicht so weit. Ja, genau. Das sieht gut aus. Dann würde ich gerne meine Einheiten hier nämlich alle schön beisammen stehen haben. Dass wir dann uns gleich dem Angriff stellen können. So, du gehst auch hier hinten mit hin. Obwohl, du kannst noch einen runter. Du gehst hier mit hin. Ich würde jetzt ungerne von allen möglichen Seiten angegriffen werden, deswegen schön kompakt hinstellen. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt irgendwie eine Atombombe werfen kann. Nein, ich hoffe, der hat keinen Feuerball oder so ein Gedöns. So, Sundrin, du darfst jetzt wieder den Giftklingenregen auf ihn hier hinabfallen lassen, auf die Unheilstifter. Das dürften nämlich die ersten sein, die sonst gleich vor unserer Haustür stehen. So, okay, mal schauen, was passiert. Er kommt auf jeden Fall nicht ran, aber er stellt sich direkt da vorne hin. Das ist sehr schön. Genau so habe ich mir das schon fast vorgestellt. So, dann werden wir gleich mal schauen, wie weit seine Infanterieeinheiten sich bewegen können. Ob ich es irgendwie so hinkriege, mich so zu positionieren, dass ich seine Einheit gekillt bekomme. Ah, er hat hier noch ein paar Fernkämpfer, müssen wir aufpassen. So, okay, da steht er jetzt also. Ah, die kommen alle nicht ran gleich. Das sind nur Nahkämpfer. Nahkämpfer, Nahkämpfer, Fern, Fern, Fern. Und hier unten, Fern, Nah, Nah. Okay, also größtenteils Nahkämpfer. Die kommen auch nicht ran. Wie weit müssten die? Die könnten so weit schießen. Die würden also auch nicht rankommen in der nächsten Runde wahrscheinlich. Deswegen würde ich schon fast sagen, kann ich hier eigentlich stehen bleiben für diese Runde. So, wie viel hat er noch? 17, das ist nichts. 17, das ist nichts. Du gehst mal hier hin. Kannst dann sogar noch zweimal Schaden machen. Das dürfte hoffentlich reichen, um ihn zu töten. Ja, der ist down. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So, du gehst hier hin und meine ganzen anderen Einheiten, die können alle nicht angreifen, ne? Ja, sehe ich richtig. Okay, dann könntest du, Sundrin, einen Zauber wirken, den Giftklingenregen gegen die Fernkämpfer vielleicht eher. Ja, hauen wir mal gegen die Fernkämpfer 24 Schaden rein, die haben dann nur noch 14. Das heißt, mit dem nächsten Zauber könnte ich die sogar schon töten. Und wir beenden die Kampfrunde. So, jetzt wird es gleich spannend. Er wird jetzt wieder sehr nah rankommen. Wir lassen ihn aber voll in uns reinrennen. Oh, da kommen die süßen Fernkämpfer. Schleudern hier sogar nochmal ihre Wurfspieße. 2 Schaden. Ha! Das ist ja nix. So. Falls wir ein paar Verluste erleiden, ist es auch nicht so wild. Das kriegen wir schon alles geregelt. Und dann müssen wir nur mal gucken. Das sind die Fernkämpfer. Die können nicht angreifen. Sehr gut. So, lass mich kurz einen Überblick gewinnen. Wie weit würdet ihr denn kommen? Ey, die kommen nicht in einen Angriff nächste Runde. Die schon, weil das sind die Fernkämpfer. Okay, sehr gut. Also, die da hinten, die kriegen wir locker gekillt. 5 bis 7, 3-mal. Ah, ist jetzt auch nicht so viel. Die sind außerhalb der Reichweite sogar noch. Schadensabzug für Entfernung. Alles nicht so wild, trotz alledem. Die würden auch nicht rankommen. Die kommen auch nicht ran. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass die alle nicht rankommen. Notfalls... Na, warte mal. Machen wir doch so. Die hier könnten... Ne, warte mal. Der ist im Weg, deswegen bekomme ich 50% Schadensabzug wegen der Sichtbehinderung. Ah, okay. Dann müssen wir mal überlegen. Den hier kriegen wir auf jeden Fall down. Der hier geht aber lieber auf den, wa? So, sehr schön. Okay, wie viel hat er noch? 28. So, den bewahren wir uns auf. Angriff. Okay, wie viel hat er noch? 14 nur noch. Okay, wenn du hier hingehst, kannst du ihn auch angreifen. Und ich hoffe, dass du genügend Schaden machen wirst, um den zu killen. Oh, das sieht gut aus. Direkt 7 Schaden. Oh ja, das sieht gut aus.
Da sind sie besiegt. So muss es sein. So. Also, ihr bewahrt euch auf für die da hinten. Das heißt, die waren schon dran. Die hier dürften noch einen direkten Schuss. Oder hier Schadensabzug. Nein, dann gehen wir natürlich auf ihn hier. Sehr gut. Sehr schön viel Schaden. Oh, die haben nicht mehr viel, Leute. Die haben nicht mehr viel. Die haben nur noch 7. Das ist ja fast gar nichts. Die müssen aber gleich noch sterben, ist das Problem. Direkter Schuss. Der gehen erstmal darauf. Okay, sehr gut. Wie viel haben die noch? 9. Okay, die kriegen wir jetzt alle besiegt, die hier in der Nähe sind. Ja, ihr geht auf den. Sehr schön. So, dann würde ich mit ihm gerne Fernkampf machen. Okay, das hat schon gereicht. Und Sundrin, du darfst nochmal zaubern. Nämlich den Giftklingenregen gegen die nächsten Fernkämpfer da hinten. So, und ihr könnt jetzt bitte schön die da hinten töten. So muss es sein. So muss es sein. Sehr schön. Die Kampfrunde wird beendet. So, die Fernkämpfer kommen angestürmt. Zack, werfen hier gegen Sundrin wieder ihre Speere. Die kommen nicht in den Nahkampf. Aber die können auch Speere werfen. Na, lass sie halt Speere werfen. Lass sie doch Speere werfen. So, das sind aber Nahkämpfer und die kommen nicht ran. Ha. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal, solange die Nahkämpfer noch nicht im Nahkampf sind, schön auf die Nahkämpfer. Sichtbehinderung. Sichtbehinderung ist immer schlecht. Hier würden wir aber ordentlich Damage machen. Wie viel haben die noch? Die haben nur noch 13. Gut, dann geht ihr. Na, die machen gut Schaden. Obwohl, die machen hier mehr, oder? 3, 2 mal 6, 8 Schaden mindestens. Und die machen 7 Schaden mindestens. Okay, dann dürft ihr die töten. Okay, sehr gut. Das bedeutet, du darfst ihn hier angreifen. Wow, ey. Also dieser Elementarschaden, den die rausrotzen, das ist ja herrlich, doch. Die haben nur noch 13. Okay, die sind damit auch besiegt. Und tschüss. So, die haben alle angegriffen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten haben wir noch, die angreifen dürften. Schadensabzug für Entfernung haben wir hier. Direkten Schuss. Könnten sogar noch ein Stück nach vorne gehen, theoretisch, ne? Würdest du hier schon treffen? Nein, Schadensabzug für die Sichtbehinderung. Das ist schlecht. Dann geh du mal ein Stück nach vorne. Wenn du jetzt auch hier hingehst, wie viel machst du dann? 6 bis 8, okay. Ja, gut. Sehr schön, der hat nur noch 15. Der hat nur noch 15. Der hat auch nicht mehr viel, ne? 21. Wie viel würdest du denn machen? Oh, der kriegt den getötet. Aber der geht lieber auf den hier. Also diese Giftpilzfeen, die sind ziemlich heftig. Abzug für Fernkampf. Hier, da würde er ganz treffen. Ja, wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Und wenn ich das richtig sehe, Schadensabzug für Entfernung. Warte. Immer noch Entfernung. Ja, egal. Scheiß drauf. Wenn ich das richtig sehe, haben wir keine Einheit verloren, oder? Und das soll ein ausgeglichener Kampf gewesen sein. Ha! Ich bin einfach so ein guter Feldherr, Leute, dass die Gegner gar keine Chance haben. Guckt euch das bitte schön an. Wir haben keine einzige Einheit verloren. Aber man muss natürlich dazu sagen, die KI, die war jetzt nicht ganz so gut. Die ist einfach total in mich reingerannt, obwohl ich ja eigentlich die Stadt angegriffen habe. Nun gut, Leute, wir haben die nächste Stadt von Gamblak erobert. Das einzige Problem, was ich sehe, unsere Stadt hier unten gehört ihm immer noch. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Unsere Mission ist es ja jetzt eigentlich, seine Stadt zu erobern. Das heißt, er hat hier oben wohl noch eine. Ich würde fast sagen, wir gehen mit unserer Armee einfach direkt weiter. Aber hey, ich lasse mich mal überraschen, was wir machen, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dahin macht ihr euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.